Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Kirchheim. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, ich bin nicht der Zeit angepasst, wie es hier eigentlich sein sollte in Kirchheim-Heimstetten. Das ist nämlich die Claudia Fischer, schauen Sie sich an, Brachtweib, genauso wie sie das zur damaligen Zeit gehört hat, gleich zu welcher Zeit. Und das ist Hans-Peter Volpert. Ja, wir sind modern, nicht angepasst, Herr Volpert. Ja, weil ich gerade von einem Auswärtstermin komme und jetzt überhaupt keine Chance gehabt habe. Wir sind jetzt schon im Bayer-Warnhof und dann schauen wir so aus. Aber so sieht man hier eigentlich aus. Die ein entsprechendes Gewand haben. Ja, Fischer macht das so. Gell? Das ist ein Gewand von wann und wie, welche Zeit stellt es dar? Das ist jetzt eine bajuwarische Frauentracht. Soll eigentlich eine Vierfibeltracht werden. Da fehlen mir noch zwei Fibeln dazu. Was sind denn Fibeln? Fibeln sind hier diese Anstecknadeln. Die gibt es in kleiner Form für oben und für den unteren Bereich gibt es dann noch mal größere. Und das ist warm? Das ist warm. Ja, sind nämlich mehrere Schichten. Uns könnte es jetzt ein bisschen frieren. Aber das ist egal. Der Bajuwarnhof ist das ganze Jahr über da. Und seit wann? Das ist jetzt mal die Frage. Wann gab es die Idee für diesen Hof hier? Die Idee gibt es schon lange. Die Umsetzung gibt es jetzt so seit 2004 auf 2005. Mhm. Wir sind das offizielle Projekt von der Bundesgartenschau von Kirchheim gewesen. Das waren ja so diese Anliegergemeinden an der Bundesgartenschau, haben so verschiedene Projekte gefahren. Und hier direkt am Radlweg, am ehemaligen Radlweg von der Bundesgartenschau, haben wir dann von der Gemeinde 2004 für 2005 das Gelände zur Verfügung gestellt gekriegt, dass wir dieses Experiment mal umsetzen können. Das ist ein Experiment. Das ist ein Experiment. So, was beinhaltet dieses Experiment und was verfolgt es für Ziele? Also der Bajuwarnhof ist ein Experiment für die Rekonstruktion frühmittelalterlicher Siedlungsplätze. Von welcher Zeit sprechen wir da? 6., 7., frühes 8. Jahrhundert. Okay. Wir haben in der Schotterebene, also wir vom Gründungsteam sind ursprünglich 4 Archäologen gewesen und uns hat einfach mal interessiert, wie die Dreidimensionalität von diesen Gebäuden ausschaut. Okay. Wir haben es immer nur im Boden aus verschiedenen Verfärbungen, aber wie schaut sowas in der dritten Dimension aus? Wie kann man sich die Ausgestaltung von den Wänden vorstellen? Wie schaut das Dach aus? Und das Ziel war einfach mal, dass man sagt, man baut sowas auf und zwar nicht mit den Bedingungen, wie man es heute oft bei Rekonstruktionen sieht, dass irgendeine Firma beauftragt wird und Zimmerer und Leute von heute das machen, sondern dass man das wirklich mal nach der Vorstellung so umsetzt, wie man es mit dem Werkzeug von damals zur Verfügung gehabt hat. Also es ist alles mit normalem Handwerkszeug errichtet. Und auch von normalen Menschen? Also bedeutet das wirklich von Laien oder von wem? Das, ach wirklich? Ja. Wer hat das gebaut? Wer hat die Zeit? Das ist ja. Das ist reines Ehrenamtsprojekt. Ach so, und sind die Menschen dann auf Sie zugekommen und haben gesagt, ja, Herr Volpert, da machen wir mit? Auf die Gemeinde zugekommen, weil wir das eigentlich immer schon mal machen wollten, die Dreidimensionalität. Mhm. Und durch Ausgrabungen, die ich hier Jahre zuvor im Gemeindegebiet gehabt habe, habe ich die Kontakte gehabt und der Gemeinderat war da auch ganz schnell bereit, da irgendwie mit aufzuspringen und uns das Gelände zur Verfügung zu stellen. Und in der Folge dann auch ein kleiner Etat, dass wir also das Aufsichtspersonal für das Wochenende bezahlen können dann. Mhm. Und ja, das ist einfach ein Vorschlag. Ich sage immer, es ist immer gefährlich mit dreidimensionalen Darstellungen, wenn man Bilder vermittelt. Und wir wollen auch immer dazu sagen, so kann es ausgesehen haben. Es muss nicht so ausgeschaut haben, aber es kann so ausgeschaut haben. Das ist immer das, was wichtig ist, was man dazu sagen muss. Was ist da Ihre Aufgabe, Frau Fischer? Was machen Sie dann? Sie sind auch freiwillig dabei? Ja, ich bin auch freiwillig im Ehrenamt dabei. Ich bin momentan erster Vorstand vom Förderverein. Betreue also quasi den Förderverein und die Mitglieder und schaue, dass wir unsere Aktiven immer mobilisieren, dann zur Pflege vom Gelände. Häuser richten, reparieren, neue Sachen bauen, wie unsere historische Schmiede, die jetzt dann kommt. Okay. Und das alles organisieren und verwalten ist dann meine Aufgabe. So, jetzt zum Beispiel was richten. Jetzt steht die Frau Schieder also vor diesem Haupthaus und denkt sich, da ist ja immer was zu richten. Allerdings, wenn man bedenkt, das steht ja auch schon ewig so da und ist eigentlich noch in sehr gutem Zustand, oder? Das ist ja eben auch Bestandteil vom Experiment, dass wir versuchen wollen, mal zu klären, wie lang ist die Haltbarkeit von diesen Gebäuden. Seit wann steht das Haupthaus jetzt? Es ist von 2006 auf 2007 dann errichtet worden. Und das liegt auch seit der Zeit drauf? Das ist das Originaldach. Es hat natürlich Verwitterungsspuren. Wir haben auch immer wieder Sturmschäden an dem Ganzen, aber wir machen halt das Dach
zum Beispiel anders, als man es heute von einer Fachfirma machen lassen wird, aus Norddeutschland zum Beispiel. Die binden das mit Stahldraht auf, das hat eine ganz andere Dichte und heute ganz anders, als wenn man es nur mit Stangen einklemmt. Wir können dann ja noch einmal da hinschauen, da drüben, da kann man es erklären, wie so Schilfdächer bei uns gemacht werden. Das ist Schilf, also und unten drunter sieht man also noch, man erkennt, wie gut das noch ist. Wo es ja genau, also nur 5-6 cm tief drin, schaut das schon wieder ganz anders aus. Es verwittert nur langsam von oben runter und das ist dann das, was man dann verdichten und wieder ausbessern muss mit der Zeit. Unterm Jahr, die Aktionen, die dann auch stattfinden, ja, wer kommt jetzt da zu euch? Also wer ist da und sagt, jetzt besuchen wir mal einen Bio-Warenhof hier in Kirchheim-Heimstetten? Unser Besucherpublikum ist ganz unterschiedlich, also von Familien mit Kindern über junge Leute, die sich einfach für Geschichte interessieren, bis hin zu älteren Leuten, die geschichtsinteressiert sind, die hier Anwohner sind und das Projekt also auch schon von den Anfängen her verfolgen. Wo dann auch gezeigt wird, was zu der Zeit auch handwerklich gemacht wurde, wie man gelebt hat. Genau, das haben wir zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, der letzte Sonntag im April und einmal im September anlässlich zum Tag des offenen Denkmals, wo hier unsere Hoffeste stattfinden, wo unsere ganzen Handwerker zeigen, wie man damals gehandwerkt hat. Wäre es denn damals wirklich schöner gewesen, Frau Fischer? Also Sie haben ja jetzt das Dreidimensionale und auch die Art und Weise, wie man damals gelebt hat, könnte man sich das vorstellen? Es ist schwer, glaube ich, im Heute sich vorzustellen, damals gelebt zu haben. Es war ein sehr entbehrungsreiches Leben. Natürlich, bei solchen Temperaturen musste man trotzdem aufs Feld Hofarbeit verrichten und so weiter. Aber trotzdem, ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich habe das Experiment auch schon gemacht, dass ich mal 14 Tage so gelebt habe wie damals. Waren Sie hier 14 Tage? Also hier am Hof nicht, mit Freunden an einer anderen Veranstaltung. Ja. Aber ja, wir haben das schon gemacht. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Kirchheim. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Diese Stangen oben, die pressen das Schilf auf die untere Lage an Stangen und beim Aufbringen wird es zunächst in Bündeln aufgelegt, dann wird es durchbunden und dann mit einem Glättbrett in Dachneigung nach oben verschlungen, verglättet, dass man da so diese Struktur sieht. Und die nächste Lage überdeckt wieder diese Stangen nach unten, dass man einen Witterungsschutz für die Stangen reinbringt, dass die dann nicht so witterungsanfällig sind. Sie wussten das wahrscheinlich, haben das dann an die Laien vermittelt? Waren Sie sozusagen der Bauherr immer? Oder wie hat das so? Ja, schon. Die Idee vom Schilfdach, die haben wir im Freilichtmuseum Bad Windsheim abgekupfert. Das kann man sich vorstellen, dass man ab und zu mal schaut. Ja, ne? Freilich, man muss schauen, wir haben andere das gemacht, weil das ja die Technik ist, wie man sich vorstellen kann, dass das ohne Baumarktware vonstatten geht. Ja? Also das muss man immer sich vorstellen, dass die Leute damals keinen Baumarkt zur Verfügung gehabt haben, wo sie hingehen können. Die haben sie mit normalen Naturmitteln oder Materialien behelfen müssen. Und wir versuchen auch neue Wege zu gehen. Also hier zum Beispiel haben wir es bloß einmal mit Kokosfaserstrick aufgebunden. Das entspricht von der Art her eher so Naturseilen, wie es auch aus Lindenbast oder sowas hergestellt worden sind. Mittlerweile habe ich auch andere Möglichkeiten des Aufbindens. Also Waldrewe zum Beispiel eignet sich hervorragend. Also das ist dann sozusagen das Experiment. Das ist Bestandteil vom Experiment, dass man auch andere selber Sachen ausprobiert. Ja. Das ist ja spannend. Das ist jetzt auch zum Probieren, oder? Wie viel probieren denn Sie umeinander? Grüß Gott, der Name bitte. Arne Focke. Wie lange kann man da experimentieren, bis man den Schuss, also Entschuldigung, so hinbekommt, dass er auch so aussieht? Ja, das muss man ja lernen. Mache ich jetzt, also das habe ich erst so ein bisschen hobbymäßig angefangen. Da wurde es aber noch nicht so recht, wie ich es wollte, weil ich auch nicht so die Forschung hatte, wie es... Wussten Sie, wie diese Schuhe aussehen? Wo findet man das? Wo weiß man das her? Als ich damit angefangen habe, wusste ich es noch nicht so. Da hatte ich nur eine sehr grobe Vorstellung, wie es aussehen sollte. Da kamen da auch ganz abstruse Ergebnisse raus. Aber da ich von Haus aus auch studierter Archäologe bin, kam dann sehr schnell die Recherche, wo man dann eben sich reinarbeitet, was gibt es an Quellen, was haben wir? Und dann hat man sich damit vertrauter gemacht und das, was ich jetzt eigentlich mache, das ist so ein bisschen, ja, kann man sagen, das Abfallprodukt aus meiner Doktorarbeit. Wie lautete die Doktorarbeit?
Der Titel, der ist ziemlich lang. Es ging dabei um einen größeren Schuhfundkomplex aus der Stadt Stade bei Hamburg. Okay, und das wird jetzt dem Ganzen ein bisschen mit dem Wissen nachgeahmt und versucht. Material, Leder, Ziegenleder, was haben die gehabt für Leder? Ziegenleder, ja, oder? Ja, das Oberleder ist Ziegenleder, vor allen Dingen im Frühmittelalter sehr beliebt. Ja. Wobei man das bei den Bajuwaren vielleicht ein bisschen einschränken muss, weil da haben wir in den Siedlungen in der Masse vor allen Dingen Rinderknochen. Aber alle Frühmittelalterfunde von Schuhen, die wir haben, sind meistens aus Städten. Also da sind die Stadtschuhe, die Stadtmode ist überrepräsentiert. Bei den Bajuwaren haben wir eine sehr ländliche Bevölkerung. Und wenn die dann so viele Rinder hatten anstelle von Ziegen, haben die vielleicht das Rindsleder präferiert. Nur uns fehlen die Funde dazu. Und war das dann luftgetrocknetes Leder? War das schon gegerbt? Das ist richtig. Ja, pflanzlich gegerbtes Leder, wie diese Schuhe auch. Wobei die Sohle hier, die ist aus Rind. Oberleder ist aus Ziege, wobei der Stiefel hier, der ist aus dem 13. Jahrhundert. Also da war von den Bajuwaren. Ihre Form, was ist das jetzt? Die passen eher zu den Bajuwaren. Das ist ein reiner Ziegenlederschuh aus einem Stück Leder zurechtgeschnitten, dass man ihn um den Fuß legen und vernähen kann. Ich werde verrückt. Und das Material, also dann Werkzeug, das war auch schon vorhanden. Das heißt, das hatten Sie. Diverse Ahlen eben gehabt, um das Leder vorzulochen, bevor man dann näht. Das ist jetzt eine etwas modernere Ahle, wenn auch in einem etwas historisierenden Griff. Das ist dann eher eine Ahle, das geht dann in die Richtung, wie die Bajuwaren sie hatten. Diese ist jetzt eckig, gab es aber auch in rund. Okay. Was hatten die Damen für Schuhwerk an? Frau Fischer, ist das auch etwas aus der Zeit? Die Damen hatten durchaus auch solche Schuhe an wie der Herr Focke. Oder man hatte auch solche Buntschuhe an. Das sind bunt. Oh, das ist aber kompliziert. Ja, die sehen komplizierter aus, als sie sind. Also, das sind Schuhe, die ahmen so ein bisschen einen Schuhfund aus dem Gräberfeld von Oberflacht nach. Ja. Und greifen noch stark die Mode auf, wie die Römer sie hatten. Also da sieht man, dass noch ein bisschen Geschichte weiter tradiert worden. Dann 2 Jahrzehnte später sehen die Schuhe schon anders aus. Da hat man sich schon von der römischen Schuhmode entfernt. Die Römer sind ja auch weg. Ja. Und dann kommt man eher mehr dahin, dass man solche Schuhe macht, wie ich sie jetzt anhabe. Eine Geschlechtertrennung in der Mode gibt es da eigentlich nicht. Da muss man die Schuhgröße messen und dann hoffen, dass man nicht da einen Mann erwischt hat mit sehr kleinen Füßen. Kann es auch gewesen sein. Das ist ein sehr interessantes Experiment, Herr Wolpert. Wo geht das hin? Wissen Sie das? Es wird irgendwann den Weg alles Irdischen gehen, schätze ich mal, weil es ja doch immer stärker verwittert. Man muss dann schauen, wie das Ganze im Bestand zu erhalten ist. Ja. Wir haben zum Beispiel hier am Experiment bei dem Gebäude schon festgestellt, dass diese verwendeten Pfosten ungeeignet waren. Wir hatten damals keine Eiche zur Verfügung, haben Esche genommen und mussten jetzt mittlerweile schon diverse Pfosten hier an diesem Gebäude mit Klammern stabilisieren. Beim Anbau jetzt haben wir Eiche zur Verfügung und entsprechend hoffen wir, dass wir da mal repräsentative Ergebnisse noch Immer versuchen. Werden. Aber es bleibt ständige Baustelle sowas, das ist ganz klar. Aber dann hat man auch immer was zu tun. Unsere Zeit ist schon vorbei. Danke schon mal für die Zeit, für warme Zeit und natürlich, dass das Experiment schön weitergeht mit vielen neuen Erfahrungen, Herr Volpert. Also bestimmt. In diesem Sinne, danke Ihnen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Servus. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Kirchheim. Wechseln auch Sie!